Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutterlüti, mein Ländlemark. Ja, herzlich willkommen zum Ländlesport, präsentiert von Sutterlüti hier auf Ländle TV. Wir haben wieder allerhand für Sie vorbereitet. Wir schauen auf die Fußballligen. Vorarlbergliga hat gespielt, die VNAT Elite Liga und die Alps Hockey League hat gestartet. Der ERC Lustenau daheim und die VEU Feldkirch auswärts. Außerdem zu Gast bei uns im Studio Herbert Oberscheider vom ERC Lustenau. Mit dem sprechen wir über den Saisonauftakt und die Saison des EHC. Dranbleiben lohnt sich, jetzt geht's los. Ja, am Wochenende hat der Ball wieder gerollt in der Vorarlbergliga und wir schauen heute auf zwei Begegnungen. Einmal sind wir im Bregenzer Wald. Der FC Alberschwende hat den Aufsteiger aus Hörbrands zu Gast und der FC Alberschwende will natürlich oben anklopfen in der Tabellenregion. Außerdem der SV Lochau empfängt den FC Lustenau. Eigentlich waren da die Vorzeichen ziemlich klar, die Favoritenrolle sehr klar verteilt. Aber da gab es gleich mal eine faustdicke Überraschung. Wir gehen auf die Plätze. Der FC Alberschwende hat den Aufsteiger aus Hörbrands zu Gast. Und die Devise bei den Wäldern, oben dranbleiben. Und den Anfang machen die Herren in Schwarz von links nach rechts in Minute 36. Keine gute Abwehr der Hörbranzer. Es geht über rechts, in der Mitte wird abgelegt auf Julian Maldoner, der einschiebt zur 1:0 Halbzeitführung für Alberschwende. Und die erhöhen in Minute 53. Einwurf von links, mächtig Gewühl in der Mitte und Lukas Schatzmann nutzt dies aus. 2:0 für die Hausherren. Doch der Aufsteiger kommt nochmal zurück ins Spiel. 74 Minuten gespielt, Eckball von links und irgendwie ist der Ball dann drin. Philipp Glanzer ist der Torschütze, Anschlusstreffer. Spielminute, Angriff Alberschwende über links und der Ball findet Spielertrainer Rene Fink, 2:1 für Alberschwende, gleichzeitig auch der Endstand. Alberschwende schlägt also Hörbrands und bleibt in der Tabelle auf Platz 3. Lochau empfängt den FC Lustenau und die Favoritenrolle scheint klar bei den Hausherren in Blau zu sein. Doch dem ist heute nicht so. 29. Spielminute, langer Ball vom Keeper, der wird verlängert und Simon Grabherr nutzt diese Chance. 1:0 für die Gäste aus Lustenau. Yeah! Und 10 Minuten später ist es wieder Grabherr, setzt sich über links durch und platziert den Ball im langen Eck. 2:0, auch der Halbzeitstand. Die Lustenauer kommen auch besser aus der Kabine. 2 Minuten gespielt, über außen geht es schnell und in der Mitte schiebt Harun Erbeck ein. 3:0 aus Sicht der Gäste. Doch die Hausherren kommen zurück. 49. Spielminute, Stefan Makani wird auf der Linie gelegt. Die gehört zum Strafraum. Es gibt Elfmeter. Kapitän Feldkirche tritt an und trifft zum 1:3. Minuten gespielt, Eckball Lustenau und der Ball kommt zu Linus Hämmerle. 1:4 heißt der neue Spielstand. Doch noch ist Lochau nicht abgeschrieben. Freistoß Makani, abgefälscht und das 2:4. Doch die Hoffnung endet jäh. 79. Spielminute und Igor Majanovic ist frei durch. 2:5 die Vorentscheidung.
denn Marjanovic hat noch nicht genug. 4 Minuten vor Ende, Lustenau kommt über links, der Ball kommt in die Mitte und Marjanovic trifft zum 2:6. Und der hat immer noch nicht genug. 89 Minuten gespielt, Traumpass nach vorne und Marjanovic hat wieder keine Mühe. Neuer Spielstand 2:7, auch das Endergebnis. Der FC Lustenau siegt also klar gegen den Favoriten aus Lochau und macht in der Tabelle 2 Plätze gut. Ja, Kantersieg des FC Lustenau in Lochau. Wir schauen nochmal auf die anderen Begegnungen des Wochenendes. FC Blau-Weiß-Feldkirch und der SK Meiningen trennen sich 2:2. Der FC Hart gewinnt 3:0 gegen den FC Bietzau. Der VfB Bietzau schlägt 4:1 den SV Ludesch. Fussach und Andelsbuch trennen sich ebenfalls 2:2. Der FC Schruns unterliegt zu Hause den SCR Altach Juniors mit 0:5. Der FC Höchst muss sich 3:1 gegen den FC Nenzing geschlagen geben. Und am Mittwoch noch der SK Meiningen gegen den SV Lochau. Die Tabelle in der Vorarlbergliga. Von Platz 1 grüßt der SC Göfis mit 23 Punkten. Dahinter punktgleich der SV Lochau und auf Platz 3 der FC Alberschwende mit 22 Punkten. Die zweite Tabellenhälfte wird angeführt vom FC Nenzing mit 15 Punkten und 10 Spielen und die letzten 3 Plätze aufgeteilt auf den SK Meiningen mit 8 Punkten, den FC Schruns mit 5 Punkten und den FC Blau-Weiß-Feldkirch mit 2 Punkten. Ja, und in der VNAT Elite Liga, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, sehr ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen und wir hatten wieder 5 Spiele. Unter anderem Topspiel, der FC Wolfurt lädt zum Topspiel am Hofsteig ein, zu Gast dort der Dornbirner SV, 1. gegen 2. Und wir haben die SC Austria Lustenau Amateure, die empfangen den FC Lauterach und da sind wir in einer ganz anderen Tabellenregion. Außerdem die Admira aus Dornbirn zu Gast bei Schwarz-Weiß Bregenz. Der SC Röthis muss in den Bregenzer Wald zum FC Eck und der FC Rot-Weiß Rankweil zu Gast beim VfB Hohenems. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Alle Spiele, Alle Tore. Elite-Liga Runde 11 und am Bodensee empfängt Schwarz-Weiß Bregenz den SC Admira Dornbirn. Und in Minute 19 wird es gefährlich im Bregenzer Strafraum. Die Gastgeber bekommen den Ball nicht wirklich weg und in der Mitte steht Christian Lulavic, nicht im Offside, die Führung für die Admira. Und nach 77 Minuten macht die Admira alles klar. Eckball von links und Lukas Bertignol kämpft zum 0:2 ein. Das ist gleichzeitig auch der Endstand. Die Admira gewinnt in Bregenz und sichert sich damit Tabellenplatz 2. Die Amateure des SC Austria Lustenau haben den FC Lauterach zu Gast und die Devise für beide: Verlieren verboten. Und interessant wird es nach 14 Minuten. Lustenau kommt über links, im Strafraum kommt es zum Foul. Schiri Makanovic zeigt auf den Punkt Strafstoß. Wallace dos Santos nimmt sich dessen an, 1:0 für die Hausherren. Doch Lauterach kommt zurück. 26 Minuten sind gespielt und der Eckstoß findet Fabio Erath. Der Ball ist drin und es steht 1:1. Und das ist auch der Endstand. Die Partie findet keinen Sieger und Lauterach nimmt einen Punkt aus Lustenau mit. Der Tabellenvorletzte aus Eck hat den SC Röthis zu Gast im Bregenzer Wald und in Minute 24 klingelt es das erste Mal. Flanke von rechts und in der Mitte nickt Renan Nepomuceno ein, 0:1 für die Gäste aus Röthis.
Es dauert bis Minute 82, bis die Gastgeber jubeln dürfen. Freistoß vor dem 16er und Murat Gerdi zirkelt den Ball ins Eck. Ausgleich zum 1:1. Doch das ist nicht der Schlusspunkt. 89 Minuten sind gespielt, Röthes kommt nochmal vors Tor, Keeper Fels räumt den eigenen Mann ab und Marco Wieser trifft spät zum 1:2-Siegtor für Röthes. Diese Rheinig-Elf unterliegt also knapp dem SC Röthes und bleibt auf Tabellenplatz 10 hängen. Herrenriedstadion, Sonnenschein und der VfB begrüßt den FC Rot-Weiß-Rheinfall. Und es braucht bis zur 52. Minute. Der Ball kommt von rechts und in der Mitte steht Goalgetter Maurice Wunderli und macht mit seinem Fallrückzieher alles richtig. 1:0 für Hohenems. Es sollte das goldene Tor werden an diesem Nachmittag. Der VfB schlägt zu Hause den FC Rot-Weiß-Rankweil und krallt sich damit Tabellenplatz 3. Topspiel am Hofsteig. Erster gegen Zweiter. Wolfurt empfängt den Dornbirner SV. Es braucht bis zur 61. Minute, dann wird Idiano Ichi dos Santos auf die Reise geschickt, ist schneller als die Abwehr und trifft zur Führung für den FCW. Nur 3 Minuten später, wieder ist es dos Santos, der sich durchsetzt, den Überblick hat und Alexander Omjenovic bedient, 2:0 innerhalb von Minuten. Und 6 Minuten vor dem Ende macht dos Santos dann alles klar. Ähnliche Situation wie beim 1:0. Dos Santos schneller, der DSV chancenlos. 3:0 am Hofstand. Und das ist auch der Endstand. Der FCW setzt ein deutliches Ausrufezeichen und bleibt auf Platz 1 der Tabelle. Ja, der Tabellenführer aus Wolfurt setzt also ein ganz großes Ausrufezeichen. Kein Sieger im, in Anführungszeichen, Kellerduell zwischen den Amateuren des SC Austria Lustenau und dem FC Lauterach. Wir schauen noch mal kurz auf die Ergebnisse. Admira Dornbirn schlägt Schwarz-Weiß Bregenz. Der VfB Hohenems gewinnt 1:0 gegen Rankweil. Röthes schlägt Eck. Wolfurt schlägt den Dornbirner SV. Und die SC Austria Lustenau Amateure trennen sich 1:1 mit dem FC Lauterach. Die Tabelle von Platz 1, da haben wir 2 punktgleiche Teams, der FC Wolfurt und die SC Admira Dornbirn mit jeweils 22 Punkten und neuer Platz 3, der VfB Hohenems mit 19 Punkten. Auf den letzten 3 Plätzen der FC Rothenberg mit 7 Punkten, der FC Eck mit 6 Punkten und die SC Austria Lustenau Amateure mit 5 Punkten. Und wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, wir suchen nach wie vor das Tor des Monats. Wir zeigen Ihnen nochmal alle 5 Treffer und sagen Ihnen, wo Sie abstimmen können. Tor des Monats August. Präsentiert von der Herbstmesse Dornbirn. Tor 1. Nikolai Bösch. Austria Lustenau Amateure im Spiel gegen den VfB Hohenems. Tor 2. Guilherme da Silva, FC Andelsbuch, im Spiel gegen den SV Lochau. Tor 3. Fabian Koch, FC Rot-Weiß-Rankweil, im Spiel gegen die SC Austria Lustenau Amateure. Tor 4. Benjamin Neubauer, FC Wolfurt, im Spiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Tor 5. Maurice Wunderli, VfB Hohenems, im Spiel gegen den FC Lauterach.
Jetzt abstimmen auf facebook.com/ländletv. Nicht nur auf dem Rasen wurde am Wochenende gespielt, sondern auch wieder auf dem Eis. Die Alps Hockey League startet in die neue Saison. Die VEU Feldkirch musste auswärts zu den Zeller Eisbären und der ERC Lustenau hatte das erste Heimspiel. Da war Gröden zu Gast und die Devise vom ERC war klar: erster Saisonsieg. Nach starker Vorbereitung wollte der ERC Lustenau auch stark in die Meisterschaft starten. Zum Auftakt luden die Eislöwen zum Duell gegen den HC Gröden in die Rheinhalle. Und in Minute 12 stellt der EHC die Weichen in Richtung Sieg. Zuspiel des Kanadiers Chris Dalvies und Kapitän Max Wilfern lässt Colin Furlong im Grödentor keine Chance, die Führung für den EHC. Doch die Lustenauer verpassten es in weiterer Folge, die Überlegenheit in Tor Nummer 2 auszunutzen. Was auch am starken Schlussmann der Grödner lag. Und so schlägt es wieder in Minute 42 im letzten Drittel ein. Schöner Vorstoß von hinten raus und Neuzugang Kevin Puschnik ist frei durch und sorgt mit seinem ersten Streich für die 2:0 Führung. Und in Minute 44 wird es wieder gefährlich. Gute Abwehr vor dem eigenen Tor und dann geht es schnell in die andere Richtung. Dalvies bringt den Ball direkt vor das Tor und da steht Steffen Hirdiner und schiebt zum 3:0 für den EHC ein. Minuten sind gespielt und wieder geht es von hinten schnell. Puschnik nicht im Offside und der bleibt eiskalt. 4:0 für den EHC. Die Vorentscheidung? Denn in Minute 56 macht der EHC alles klar. Er kommt über rechts, verlagert schön die Seite und die schöne Kombination findet Elias Valenta in der Mitte. 5:0 für den EHC gegen Gröden. Und dann wird es nochmal hitzig auf dem Eis. Eislöwe Fabio Haas bekommt sich mit dem Grödner Leo Messner in die Haare. Für beide geht es auf die Strafbank. Doch das ändert nichts am Heimsieg des EHC. Die Eislöwen feiern einen gelungenen Auftakt gegen Gröden und sichern sich die ersten 3 Punkte in der Alps Hockey League. Also ich finde, wir waren viel besser wie Sie. Nur haben wir halt am Anfang die Tore nicht gemacht. Das ist dann uns im dritten Drittel gelungen und ich glaube, das 5:0 geht in Ordnung. Jetzt sind 2 Tage Pause und danach geht es schon wieder los. Oder geht es weiter mit dem Spiel gegen die Salzburger Jungbullen? Ich glaube, wird auch wieder eine ganz große Herausforderung. Ja, vor allem, weil das eine junge Truppe ist. Die werden viel laufen, viel tun. Also da sind wir gefordert und hoffen wir, dass wir das Beste draus machen und auch gewinnen können. Ja, es hat geklappt mit dem Heimsieg des EHC. Die ersten 3 Punkte bleiben in Lustenau. Und wir schauen auf die anderen Plätze bzw. die anderen Ergebnisse der Ländle-Clubs. Der EC Bregenzer Wald unterliegt in Salzburg 4:3 und die VEU Feldkirch feiert in der Overtime die ersten 2 Punkte und setzt sich mit 3:2 gegen die Zeller Eisbären durch. Die Tabelle der EHC Lustenau auf Platz 2 hinter Cortina. Auf Platz 6 momentan die VEU Feldkirch mit 2 Punkten und Platz 13 für den EC Bregenzer Wald. Ja, und beim EHC Lustenau hat sich viel getan. Die Mannschaft wurde verjüngt, neue Ziele wurden gesteckt nach der Meisterschaft im letzten Jahr. Aber wie geht die Saison nun los? Vor Saisonstart haben wir uns deshalb mit Herbert Oberscheider unterhalten, Präsident vom EHC Lustenau. Das Interview gibt es nach einer kurzen Pause. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Weil wir zu unten sind.
Die Textilindustrie verursacht mehr schädliches CO2 als der weltweite Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Wir bei Biostoffe.at gehen neue Wege und bieten zertifizierte Biostoffe aus Umwelt-, Tier- und menschfreundlicher Produktion. Neben einer riesigen Auswahl an Meterware umfasst unser Sortiment Schnittmuster und Nähbücher, Füllmaterial, Nähmaschinen und Nähzubehör. Fair und ökologisch nähen mit Biostoffe.at. Ja, Startschuss in der Alps Hockey League gefallen, auch für einen, nämlich den ERC Lustenau. Und wir sprechen über die Saison und die vergangene Saison mit dem Präsidenten. Freut mich sehr, dass er heute da ist. Herbert Oberscheider. Hallo. Herbert, gehen wir nochmal auf die vergangene Saison zurück. Platz 9, der beste Wert in der Alps Hockey League für euch. Nachher noch das Halbfinale gegen den späteren Liga-Champion Ljubljana. Was kann man aus der vergangenen Saison für euch alles rausziehen? Ja, also Nummer 1 sind wir österreichischer Meister geworden. Das war ein Ziel, das wir hatten, haben wir geschafft, ist sehr gut gelaufen. Und am Schluss sind wir eigentlich mit der Mannschaft, mit dieser ganz speziellen Saison, mit der Pandemie, haben wir schlussendlich den hervorragenden vierten Platz nach allen Profiteams, die einzige Amateurmannschaft, haben wir geschafft und den vierten Platz. Es war eigentlich ein hervorragendes Ergebnis. Und eigentlich sind wir ausgeschieden im Playoff gegen den Meister. Und dort haben wir von Best of Five bis im fünften Spiel sind wir gesehen und mehr ist einfach nicht gegangen. Jetzt gehen wir auf die Vorschau für die neue Saison. Im Kader hat sich sehr viel getan. Jetzt hat man vor ein paar Tagen mit Remi Giftopoulos einen Top-Stürmer eigentlich verpflichtet, vorher bei Cortina getroffen. Wie sehr bist du mit dem Kader momentan zufrieden vor der Saison jetzt? Ich bin zufrieden. Was bei uns immer aufbauend ist, wir haben sehr viele junge Eigenbauspieler. Wir spielen mit 14 Eigenbauspielern. Und da haben wir eigentlich jedes Jahr unsere vier Ausländer. Wir haben letztes Jahr mit dem Letten, wo Zehnter gespielt hat, einen sehr guten Mann gehabt, der ein Allroundler gewesen ist. Uns hat aber immer ein Topscorer gefehlt, eigentlich letztes Jahr. Und ich glaube, mit dem Remy haben wir jetzt wirklich einen Topscorer verpflichtet. Und wir haben da im Tor mit dem Schweden einen ganz guten Tormann aus der höchsten schwedischen Liga verpflichten können. Und der Stamm, wo wir eigentlich immer haben, immer der gleiche haben, ist sowieso, können wir uns darauf verlassen. Und dass der Kevin noch von Fjellkirch und der Kocera und der Ratze zugekommen sind, ist sicher, gibt in der Tiefe noch einmal eine Kraft. Ja, du bist schon viele Jahrzehnte eigentlich im Eishockey-Game hier in Vorarlberg und in Österreich drin. Wie hättest du reagiert, wenn man dir vor 20 Jahren gesagt hätte, irgendwann wird ein Puschnik bei dem EHC Lustenau spielen? Ja, früher, ich sage jetzt einmal, früher war das anders. Ich denke, Rivalität ist immer da und die soll es auch auf dem Eis gehen. Aber auch unsere Nachwuchsmannschaft arbeiten zusammen. Also ich denke, das ist eher gewachsen von der Historie her, dass man jetzt eher miteinander tut, weil früher war ja nur eigentlich VU, EHC und Schwarz-Weiß Bregenz. Und heute haben wir sehen, wie viele Mannschaften es gibt, wie breit man aufgestellt ist, das kann man nicht mehr so vergleichen. Jetzt hat man die Preseason, die Vorbereitung, ungeschlagen beendet. Hat deiner Meinung nach Mike Flanagan denn alles richtig gemacht vor der Saison? Ja, aber das hat jetzt nichts mit, ob wir jetzt ungeschlagen sind oder nicht. Weil wenn wir stärkere Gegner geholt hätten, hätten wir auch verloren. Aber er hat alle Spieler eingesetzt, also haben alle Spieler ihre Chance bekommen. Es kennen sich ja viele Spieler, weil sie letztes Jahr schon miteinander gespielt haben, was ein großer Vorteil ist. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Coach, vom Coaching-Staff. Also es ist ja der Philipp Winzig, der letztes Jahr noch selber in der Kampfmannschaft gespielt hat, ist jetzt Co-Trainer mit dem Mike Flanagan. Und der Mike ist ein moderner Trainer, der viel auf der psychischen Seite arbeitet und den Spieler einen großen Spielraum gibt, und das gefällt natürlich vielen.
Was kann man sich vom ERC jetzt diese Saison so erwarten? Ja, dass wir unser Bestes geben, wie jedes Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Meistertitel verteidigen können, das ist klar. Und dass wir wieder in die Playoffs kommen, das sind unsere Ziele. Jetzt schauen wir mal auf die Gegner in der Alps Hockey League. Einige bekannte Gesichter, einige neue. Wer ist so dein Favorit für die Liga dieses Jahr? Also sicher ist Asiago, ganz ein starkes Team. Jesenice, ganz ein starkes Team. Zell am See hat brutal aufgerüstet. Also im Prinzip da vorne kann viel passieren. Red Bull Salzburg ist immer mit dabei, weil sie so einen tiefen Kader haben und eine Farmteam-Lösung haben mit Salzburg. Prägerzer Wald mit Dornbirn zusammen ist auch jedes Mal ein Thema, wer spielt heute. Oder? Die haben einen ganz klaren Plan als Ausbildungsstätte, aber können immer gefährlich sein, wenn sie vorbei am Spielerachen kriegen. Also im Prinzip glaube ich, so wie es letztes Jahr auch gewesen ist, dass jeder schlagen kann. Natürlich brauchen die schwächeren Team gegen die besseren Team sicher einen guten Tag. Aber man darf eines nicht vergessen, in unserer Mannschaft sind bis auf 5 Profis alles Amateure. Also die gehen alle 8 Stunden arbeiten. Und das ist schon eine Herausforderung. Und auch, was nicht zum Wegreden ist, die Pandemie ist da. Bisschen die Spieler geimpft. Es gibt noch 2, wo sich noch überlegt, ob es tun. Aber das sind alles so Herausforderungen, die man auch zuerst einmal bewältigen muss. Und die spielt also gleich mit, weil es sind riesen Vorgaben auch vor der Liga, was man da erfüllen muss. Und wir haben mittlerweile mehr Papierkrieg als wir anders. Und das ist Zeug für einen Amateurverein, wo man zuerst bewältigen muss. Also das ist eine Herausforderung. Du hast das Stichwort angesprochen, Ausbildungsstätte. Jetzt haben wir einen Zusammenschluss dieses Jahr zwischen Vienna Capital Silver, die Nachwuchsmannschaft, und den Graz 99ers. Was ist da deine Meinung zu dieser Kooperation? Ich finde das gut. Es ist natürlich schwierig, weil sie natürlich auch Spieler saugen. Also es sind ja nicht so viele Spieler da. Prinzipiell sind wir in Luschen auch eingestellt, je mehr österreichische Vereine, umso besser. Obwohl es natürlich auf den Markt zurückgreift, es gibt ja nicht so viele Spieler. Aber Lustenau geht sowieso den eigenen Weg mit den Eigenbauspielern. Und ich bin ganz sicher, dass mehr für die Zukunft, die Spieler, wo ich da sehe, die Jungen, da werden sicher viele in der ersten Liga landen, weil die haben das Zeug dazu. Stichwort erste Liga, der ERC, beziehungsweise der Name EHC wird ja da auch immer wieder gehandelt. Ja. Gibt es da Neuigkeiten? Also ich probiere momentan jeden Tag wieder beim Lotto zu schauen. Ich spiele zwar nicht viel, aber es ist sicher eine... In Lustenau gibt es mehrere Fragen. Oder? Eishalle, Infrastruktur, wo gibt es diese Sponsoren? Aber vielleicht haben wir da auch andere Möglichkeiten, wo man ausschöpfen kann. Also jetzt zur Zeit auf die nächste Saison oder die nächsten 2 Saisonen. Kann man es jetzt, dass der EHC Luschen jetzt aufsteigt, nicht vorstellen. Aber schauen wir. Also noch nichts richtig geplant, jedenfalls offiziell, nein. Aber die Möglichkeit besteht die nächsten Jahre, dass man diesen Angriff fährt. Heute kann ich es jetzt sagen. Gut. Ja, spannende Saison. Viele junge Spieler, die integriert werden. Viele Ziele, auch die Verteidigung des Meistertitels. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg für die Saison und vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke vielmals. Ja, und das war der Ländle-Sport für diese Woche. Schön, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben. Nächsten Montag begrüßen wir Sie um 20 Uhr mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie sportlich.